So, ein Thema, das uns im Jahr 2016 begleitet hat und das uns leider auch 2017 wieder begleiten wird und ein wichtiges Thema sein wird, das ist der Nationalpopulismus in Europa. Trump, Brexit, AfD, das letzte Jahr hat einfach gezeigt, wie präsent der Nationalpopulismus geworden ist und auch der Nationalismus. Das Wort Populismus kommt von dem Wort Populus und das bedeutet Volk. Populismus bietet Wählern im Grunde einfach simple Antworten für komplexe Probleme an. Das ist aber in der Praxis gar nicht oft so einfach umsetzbar. Populisten denken im Grunde, dass sie wissen, was das Volk will und was richtig und was falsch ist. Und diese einfachen Lösungen, die finden dann bei solchen Zuspruch, die von der aktuellen Politik irgendwie kaum berücksichtigt werden oder sich zumindest so fühlen. Populistische Parteien, die widmen sich dann eben den Problemen von eben diesen Menschen. In Europa gibt es in vielen Ländern rechtspopulistische oder nationalistische Parteien in der Regierung. Also zum Beispiel in Österreich, in Frankreich, in Großbritannien, in den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Lettland, Polen, Ungarn, Serbien und auch Griechenland. Und auch in Deutschland gewinnt die AfD immer mehr Zuspruch. Die AfD, die gibt sich als Volkspartei. Aber wenn wir mal in ihr Wahlprogramm schauen, dann findet man da ganz deutliche nationalistische Forderungen. Die Ziele von populistischen Parteien, die sind im Grunde sehr ähnlich. Die meisten sind vornehmlich Europa- und einwanderungskritisch. Und viele fordern deshalb ja auch einen Austritt aus der EU. Großbritannien hat es durch den Brexit ja bereits vorgemacht. Überfremdungsangst ist einfach, spielt eine große Rolle. Genauso wie die Rückbesinnung auf die eigene Nationalität und traditionelle Werte. Das gilt vor allem auch für das Familienbild. Gleichgeschlechtliche Ehe und Homosexualität werden natürlich nicht anerkannt. In Polen zum Beispiel regiert seit 2005 die PIS, die Partei Recht und Gerechtigkeit. Und durch die Regierung der PIS wird die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz infrage gestellt. Muslime sind nicht willkommen. Islamkritik und strenge Asylpolitik sind aber auch in Parteien anderer Länder ein großes Anliegen. Zum Beispiel der einwanderungskritischen Fortschrittspartei aus Norwegen. Gemeinsam mit den Konservativen stellen sie hier die Regierung. Und im Jahr 2015, da wurde extra ein Ministerium für die Einwanderung und Integration geschaffen. Viele Wähler stehen aber gar nicht unbedingt vollkommen hinter der Partei. Manche sind sich gar nicht bewusst, dass populistische Parteien auch ausländerfeindliche Bemerkungen machen. Das ist dann auch nicht unbedingt der Grund für die Stimmgabe. Solche Parteien werden oftmals gewählt, um Enttäuschung über die bisherige Regierung irgendwie zu demonstrieren. Und das war bei den US-Präsidentschaftswahlen der Fall. Viele Bürger der USA fühlen sich politisch übergangen. Und die soziale Frage wurde deshalb für viele sozial schwächere und auch ärmere Schichten ein Grund, Trump zu wählen. Aber wie ist denn die Situation in Deutschland? Bewegen auch wir uns immer näher hin zum Nationalpopulismus? Annetta Kahane von Amnesty International sagte in einem Interview, dass es alarmierend ist, wie die Grenzen der politischen Mitte immer unschärfer werden. Es liegt daran, dass der Populismus durch die Medien schon seit längerem salonfähig sei. Und dadurch würden sich nun auch Wähler, die im Grunde rechtspopulistisch gesinnt sind, in der politischen Mitte positionieren. Kahane sagt auch, dass diese politische Mitte nicht unbedingt geprägt sei von Fremdenhass. Aber sie würden vielleicht auch keinen Finger krümmen, wenn einer von Nazis geschlagen wird. Sie machen sich selbst nur nicht mehr die Finger schmutzig. Klar ist also, dass die Menschenrechte massiv gefährdet sind durch die Politik von populistischen Parteien. Rassismus, Sexismus, Einschränkung der Religionsfreiheit und der Pressefreiheit, aber auch ungleiche Rechte für Homosexuelle. All das sind Themen von populistischen Parteien, die wir in Europa finden. Amnesty International kritisiert das stark. Den Beitrag zu diesem Thema hat aus unserer Redaktion Lorena vorbereitet. Ja, und jetzt muss ich mich für heute leider auch schon wieder verabschieden. Das war's mit unserem Neujahrsmix. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Und Amnesty International könnt ihr wieder am 6. Februar hören. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.